Einlenkpunkte mit dem Motorrad auf der Rennstrecke. Das ist wohl ein Thema, über das ich sehr häufig von euch gefragt werde. Mit spezieller Frage, Matthias, wo setzt du denn an der und der Rennstrecke oder an der und der Kurve deine Einlenkpunkte? Und ich habe das am Anfang noch gar nicht so ernst genommen, aber es hat sich so ein bisschen gehäuft. Und ich dachte mir, da müssen wir mal drüber reden. Ich habe das Thema Einlenkpunkte zwar schon des Öfteren immer wieder in Videos eingebaut, es kann aber sein, dass das dann vielleicht nicht ganz so markant durchkommt, und genau aus dem Grund mache ich jetzt dieses explizite Video zum Thema Einlenkpunkte, Stichwort Blickführung. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Varianten differenzierter Herangehensweise oder differenzierter Lernmethoden und so weiter und so fort. Ich habe aber auf das Thema Einlenkpunkte bei meinen eigenen Runden auf der Rennstrecke mal wirklich ganz explizit geachtet. Also sprich, wenn ich jetzt sagen müsste, wo ist hier an der und der Kurve mein Einlenkpunkt, wo würde ich ihn aufzeichnen? Und dabei bin ich eigentlich zu einer sehr ernüchternden Antwort gekommen, und die ist, ich habe keine Einlenkpunkte. Also ich habe keine expliziten Einlenkpunkte, die ich betiteln kann im Sinne von, ich lenke hier ein oder ich lenke dort ein oder ich lenke bei dem Hütchen ein oder bei diesem Weg oder Notausgang oder Anfang der Curbs, whatever. Ich habe keine Anhaltspunkte. Und dann habe ich überlegt, warum ist das so? Jetzt, wenn ich zu euch sage, es gibt keine Einlenkpunkte, dann sagt wahrscheinlich der eine oder andere, bah, so ein Blödsinn. Ich habe ja da schon mal bei den einen oder anderen Veranstaltern, hier gab es Hütchen und wo man einlenken muss und so weiter. Und ja, man kann Einlenkpunkte durchaus dann wiederum rückschließend bewerten und sagen, okay, hier ist ein Punkt, an dem müsste man theoretisch einlenken, damit man da und dahin kommt. Das Problem an der Sache ist, wenn man so nach Zahlen quasi fährt, erkennt man die Einlenkpunkte nie von alleine. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, die Einlenkpunkte selbst zu erkennen, um dann auch auf unterschiedlichen Rennstrecken oder auch auf neuen Rennstrecken oder auf neuen Kurvenkombinationen selbst zu erkennen, wann denn der bestmögliche Zeitpunkt zum Einlenken ist. Und da baue ich eine Rennstrecke immer rückläufig auf. Das heißt, in vielen Videos haben wir ja schon betitelt, die Rundenzeit oder auch die Sicherheit des Motorrads oder eben in dem Fall auch die Rundenzeit wird ja auf der Geraden, sprich in der Beschleunigungsphase generiert. Das heißt, mit dem Motorrad bin ich am Ende der Runde nur schnell gewesen, wenn ich so viele Geraden wie möglich eingebaut habe, um so lange wie möglich Vollgasanteile haben zu können. Das heißt, meine Priorität 1 auf der Rennstrecke sind grundsätzlich mal die Geraden. Das heißt, ich will zum einen so viele Geraden wie möglich in der Rennstrecke haben, auch wenn sie vermeintlich da gar nicht sind. Und ich will auf den Geraden so lange wie möglich Vollgas fahren. Umso mehr, dass ich das forciere, desto schneller bin ich, weil nur auf den Geraden kann ich mit dem Motorrad voll beschleunigen. Und das bringt ja letztendlich die Rundenzeit mit dem Motorrad. Mit anderen Fahrzeugen ist das vielleicht nicht ganz so, weil die Leistung im Verhältnis zum Gewicht nicht so stark ist und auch der Kurvenspeed höher ist, Stichwort Vierrad oder Formelautos, Kart oder so. Da kann man über den Kurvenspeed durchaus mehr generieren als wie mit dem Motorrad. Das muss man differenzieren. Aber wir sprechen ja hier vom Motorrad, aber nur weil der Einwand hin und wieder gekommen ist. Auch mit der 600er habe ich auf der Geraden einfach mehr Potenzial, Rundenzeit zu generieren. Das heißt, ich muss meine Rennstrecke aufgrund der Priorität Nummer 1, und das ist halt einmal die Gerade, die Linie rückwärts aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Exit von einer letzten Kurve auf eine darauf folgende Gerade habe, wo die Geradende quasi Trumpf ist, dann entscheidet der Exit der letzten Kurve den Scheitelpunkt. Somit, wann muss ich das letzte Mal in dieser Kurve oder das späteste Mal innen in der Kurve sein, damit der Ausgang so gerade als möglich ist, aber ich trotzdem nicht bis zum St. Nimmerleinstag, bis zum Ende der Kurve drin bleibe, sondern auch schon ab einem gewissen Punkt nach außen weggehen kann, aber trotzdem ab dem Zeitpunkt, wo ich nach außen weggehen kann, in der Lage bin, auch richtig zu beschleunigen. Also diesen Punkt muss ich bestimmen, optisch, aufgrund der Überschneidung, ich sage das immer so schön, also wenn es beim Schießen wäre mit Kimme und Korn, ne? Wenn sobald ich das überschneidet und ich gerade habe, fange ich an, das Motorrad aufzurichten und zum Durchbeschleunigen. Und daraufhin muss ich rückwirkend die Einlenkpunkte aufbauen. So, der Einlenkpunkt ist natürlich auch wieder so ein Kompromiss aufgrund von
Wenn ich früher einlenke, kann ich so ein bisschen später bremsen, weil ich flacher einlenke. Ja, und lenke ich zwar früher ein, aber dafür flacher und bin länger flach in flacherer Schräglage. Das heißt, ich kann quasi später bremsen, den Bremsweg weiter in die Kurve hineinversetzen. Das späte Einlenken bzw. das runde Einlenken ermöglicht mir dafür einen höheren Kurvenspeed und somit auch eine höhere Durchfahrgeschwindigkeit und somit auch eine geringere Beschleunigungsanteilphase am Kurvenausgang. Das gilt es so ein bisschen abzuwiegen. Hier gibt es keine hundertprozentige Musterlösung. Man sieht das ja auch bei den Profis, dass hier Unterschiede herrschen. Unterschiede in Form von Linienwahl am Eingangspunkt. Der eine bremst ein bisschen später, dann muss er spitzer einlenken. Der andere bremst ein bisschen früher, dafür kann er später einlenken, kann runter und schneller durch die Kurve hindurchfahren. Da gilt es so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Man sieht bei den Profis hier die Unterschiede zwischen Qualifying Lap und Rennpace. Also Rennpace im Sinne von Hintermann, Vordermann im Zweikampf, im Verteidigungskampf werden die Linien spitzer gewählt. Das heißt, die bremsen später, damit sich der Hintermann nicht vorbeistellen kann. Dafür müssen sie früher einlenken, damit sie eben die Tür zumachen. Dadurch investieren sie in Form von Kurvengeschwindigkeit, können nicht so schnell durchfahren. Somit müssen sie härter beschleunigen. Am Ende des Tages ist die Rundenzeit geringer. Im Qualifying ist das alles unspektakulärer. Sie bremsen eher ein bisschen früher, versuchen dadurch später einzulenken und versuchen sich dadurch im Endeffekt besser zu positionieren, um eine höhere Kurvendurchgangsgeschwindigkeit zu haben. So, da gilt es so ein bisschen den Kompromiss zu finden. Wichtig ist jedoch, dass wenn ich am Ende einer Geraden den Bremspunkt erreiche, den wir offensichtlich immer wieder erreichen werden an verschiedenen Stellen, ist es wichtig, dass ich den Blick und den Fokus meines persönlichen Auges, meiner persönlichen Optik nicht auf Einlenkpunkte reduziere, weil wenn ich meinen Fokus auf einen Einlenkpunkt oder auf einen Bremspunkt fokussiere, dann sehe ich den Fortlauf der Strecke nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, wo ich anbremse, also mit dem Oberkörper nach oben gehe, dass ich dann schon mit meinem vollen Fokus in die Kurve hineinschaue, zum Scheitelpunkt der Kurve schaue und im besten Fall auch schon zum Exit schaue, wenn er denn schon visuell sichtbar ist. Wenn ich dabei Einlenkpunkte suche, die offensichtlich meistens kurz vor mir sind oder auch die Bremspunkte relativ nah vor mir sind, dann habe ich meinen Blick in der Regel am Boden vor mir. Und dann ergibt sich im Kopf auch nicht die nachfolgende Linie. Wenn ich aber eben schon in die Kurve hineinschaue oder schon den Exit suche, kann ich mir so hingegen die rücklaufende Linie zurückbauen und daraus resultierend ergibt sich der Einlenkpunkt. Das heißt, wenn ich beim Anbremsen schon in die Kurve reinschaue und schon über die Kurve hinausschaue, sehe ich, wann ich den bestmöglichen Radius in Form von maximaler Streckenbreite genutzt, maximalen Radius, der möglich ist, somit resultierend maximale Kurvengeschwindigkeit, ergibt sich der Einlenkpunkt von ganz von alleine. Und das ist natürlich die Kunst, das ist sehr schwer, weil wir immer dazu geleitet sind, vors Vorderrad zu gucken oder den Einlenkpunkt oder den Bremspunkt anzuvisieren. Das Gefährlichste, was du, was Thema Rundenzeit anbelangt, machen kannst, ist den Bremspunkt anzuvisieren. Das 200-Meter-Schild auf der rechten Seite der Straße, auf der Strecke. Bremspunkt kommt, hier ist das 200-Meter-Schild. Dann ist alles sehr nah fokussiert. Alles, was nah fokussiert ist, bewegt sich wahnsinnig schnell, was dazu führt, dass ich noch stärker und noch länger bremse. Dann irgendwann merke, okay, jetzt kann ich doch in die Kurve hineinfahren und dann aber feststelle, verdammte Axt, ich bin viel zu langsam, ich muss schon wieder an Stützgas gehen. Wenn ich hingegen beim Anbremsen schon den Scheitelpunkt fokussiere und den Bremspunkt nur out of focus habe, also ich kann euch jetzt anschauen, sehe aber trotzdem meine Hand hier, das ist mein Bremspunkt, dann weiß ich ja, wann kommt er denn und ja, jetzt bremse ich trotzdem, gucke ich aber schon in den Scheitelpunkt, dann erlaubt mir mein Gehirn festzustellen, ach, die Geschwindigkeit ist ja gar nicht so schnell, ich kann ja nach kurzer Bremsphase die Bremse schon wieder lösen, habe somit einen viel höheren Kurveneingangsspeed und vor allem den Einlenkpunkt habe ich intuitiv gewählt aufgrund dem Scheitelpunkt in den darüber hinaus passierenden Ausgang, den ich mir dann automatisch im bestmöglichen Fall so flach wie möglich lege. Das heißt, ich muss immer rückwirkend aufbauen. Das funktioniert natürlich auf einer Rennstrecke viel besser wie auf der Straße, weil ich auf der Rennstrecke ja weiß, wo es lang geht. Spätestens nach 3, 4, 5, 6 Runden weiß ich ja ungefähr, wo geht's denn lang. Auf einer Landstraße ist es natürlich eine komplett andere Nummer, speziell wenn ich da noch nie gefahren bin.
Also nicht, dass ich so der Landstraßenfahrer wäre, so unter uns gesagt, ne? Aber das passt ja schon mit dem Auto. Wenn du um eine Kurve fährst und weißt nicht, mach die jetzt nochmal zu, mach die nicht zu, dann kannst du ja nicht schon weit vorausschauen, dann musst du ja auch mal ums Eck schauen, weil es kann sein, dass die Kurve zumacht. Also musst du auf Eventualitäten gefasst sein, was du auf der Rennstrecke nicht sein musst. Das ist immer das Gleiche, die Rennstrecke ändert sich nicht. Das ist ja ein Vorteil und deswegen kann ich so weit gucken. Und deswegen tun sich auch viele Straßenfahrer, die zu uns auf die Rennstrecke kommen, sehr schwer, dieses Prinzip anzuwenden, weil du natürlich auf der Straße auch noch weitere Einflüsse hast, wie eben Schmutzverschmutzung, Steinchen, Kiesel etc. vom Parkett rausgeschossen. Also guckst du natürlich aufs Vorderrad, weil du willst natürlich nicht in den größten Patzen Kiesel reinfahren in Schräglage. Und genau aus dem Grund tut sich auch der Straßenfahrer so schwer, auf der Rennstrecke dieses weit vorausgucken, dieses Fokus in die Ferne legen, das periphere Sehen. Und jetzt kommt der gute Teil dieses Punktes. Das periphere Sehen, speziell mit Fokus in den Scheitelpunkt oder in den Ausgang setzen, so früh als möglich und trotzdem die Punkte so ein bisschen abscannen, das kannst du auch auf der Straße machen. Und selbst auf der Straße ist das mit dem Auto, das mache ich am Alltagsweg mit dem Auto in die Arbeit, kann man das üben und das ist auch dort sicher, weil ich somit viel mehr im Blick habe. Also eben nicht nah fokussieren, nicht nah gucken, sondern immer in die Ferne, immer den Fokus ins Unendliche setzen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das bewusst macht, wird er feststellen, verdammte Axt, ich bin ja gar nicht so schnell, ich kann ja viel schneller fahren. Weil der scharfe Anteil der Optik eben viel weiter weg ist. Beste Beispiel, ich sage es immer wieder gerne, ich gucke aus 10.000 Meter Höhe aus dem Flugzeug mit 850 km aus dem Fenster, es bewegt sich so gut wie gar nichts. Und dann fahre ich mit 30 km/h mit dem Fahrrad durch einen Trampelpfad, links und rechts die Sträucher. Es fühlt sich verdammt schnell an, weil alles nah ist. Deswegen versucht euch Weite zu schaffen im Blick und versucht es euch auch in Strecken, da wo das manchmal so ein bisschen schwierig ist, weil die Strecke vielleicht, man ist verleitet dazu, nah zu gucken, weil eine Strecke eine Kompression hat, wo es wieder bergauf geht. Dann guckt man quasi in den Berg rein oder eine Kurve, die so ins Leere verläuft. Da gibt es quasi keinen Anhaltspunkt. Dann ist man auch geleitet dazu, den Scheitelpunkt für eine halbe Ewigkeit anzufokussieren, obwohl man schon eigentlich kurz davor ist. Dann kommt so der Effekt von, man sticht das Bike ab, man bremst es quasi zu Tode in den Scheitelpunkt hinein. Das sind so Situationen, da muss man sich zwingen dazu, den Blick wieder zu lösen und nach vorn zu gucken. Und auch ich muss mich da jedes Mal dazu zwingen. Eine meiner prädestinierten Kurven dazu ist Pannonienring Kurve 3. Da kommst du an und bist irgendwie so schnell und denkst so, oh. Und jedes Mal wieder denke ich mir, Alter, schau nach vorne. Und jedes Mal, wenn ich den Blick vom Scheitel löse und nach vorne schaue, denke ich mir, ah, ich kann das schon wieder Gas geben. Das ist intuitiv oft falsch, vielleicht aufgrund von der Angst, die wir haben und nach angespannt sind, dass wir da einfach zu nah gucken. Also versucht einfach in die Ferne zu schauen und versucht euch die Ausgänge parat zu legen, dann ergeben sich die Einlenkpunkte von selbst. Tut's ihr bitte nicht auf Einlenkpunkte achten, weil dann genau das Problem entsteht, dass ihr zu nah guckt. Einlenkpunkt, hier ist das Hütchen. Okay, wo geht's jetzt hin? Hier ist der Scheitelpunkt. Da ist natürlich viel Zeit vergangen. Also versucht's, Einlenkpunkte nicht bewusst zu fokussieren, sie müssen sich ergeben. Ich habe mit 2, 3, 4 Profis gesprochen, habe sie nach Einlenkpunkten gefragt, die haben mich alle ganz fragend angeschaut. Offensichtlich kann das nicht so falsch sein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mit bewussten Hütchen setzen, Einlenkpunkte durchaus auch um die Rennstrecke und umkommt. Ich glaube aber, dass wir uns darauf nicht verlassen können, weil es gibt halt mal Rennstrecken, da gibt es keine Punkte. Es gibt auch nicht immer Bremspunkte, das ist aber ein anderes Video. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel innerhalb von 14 Minuten gequasselt. Habt ihr ein bisschen was mitnehmen können? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es hilfreich war. Wenn ihr noch irgendwelche Ansätze zu dem Thema habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, um das Thema Rennstrecke-Motorrad noch sicherer als möglich zu machen. Und bleibt dann natürlich auf dem Laufenden über unser Social Media und Newsletter-Bereich, wenn wir die neuen Track Days für 2025 releasen. Wir hoffen, dass ihr dabei seid. Saison 2024 ist leider vorbei. Wetterbedingt, also allgemein. Ne? Die Zeit ist halt wieder mal da. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Beschäftigung, beim schlechten Wetter und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.